Hey guys, my name is Nikki Shields and welcome to the channel of Daniel Ant. Schon lange nicht mehr passiert, aber es passiert halt doch immer mal wieder. Leider ganz leicht angeschlagen in dieser schnellen Schikane vorne links. Dann hat sich die Felge zerbrochen, das ganze Rad runtergerissen. Soll natürlich nicht passieren, aber gehört dazu. Wir waren super gut unterwegs bis dahin, die ganze Zeit auf P2, P3, P2. Also ich bin eigentlich ganz guter Dinge und ich habe ja gute Jungs, ne? Timo, Flo und Erik, die machen das schon. Das sind Tiere. Und da habe ich volles Vertrauen, dass das Auto dann wieder ganz ist und dann greifen wir nochmal an. Wie ist gelaufen? Okay. Ist jetzt okay. P1, oder? Lukas? Ja. Ja, aber ist schon mal was, oder? Das ist Training. Beide fühlen sich gut, das ist gut. Ja. Daniel, was heißt denn 200? 200 kW. Also es gibt zwei Modi. Es ist im Rennen fahren wir 170 kW, also ist die Leistung. 170 kW sind ungefähr 200 PS oder weniger. Und 200 kW sind 270 PS. Und im Qualifying fahren wir immer mehr Leistung wie im... Im Qualifying. Im Qualifying fahren wir mehr wie im Rennen. Und im Practice darf man genau zwei Runden mit 200 fahren. Und Lukas war jetzt der Einzige, der eine 200-Runde schon gefahren ist. Das ist absolut falsch, was er jetzt wieder sagt, weil es waren nämlich zwei, der Boemi und der Lukas, wo 200 gefahren sind. Entschuldigung. Wenn, dann müsste richtig sein, was er erzählt. Nicht viel. Kannst du mir sagen, warum du das schwarz lackierst? Mit Benara sehen, wenn das Auto zu tief ist, wo es berührt und wie stark. Und jede Berührung macht das Auto ja langsamer. Damit wir Maximum tief fahren dürfen. Was machen wir? Lotterie. Lotterie. Group 3 is good, but it's worse than Group 4, but it's better than Group 2. All the way up. Boemi gecrashed und deswegen ist die Session abgebrochen. Wir wollten beide Qualifying-Runden am Ende fahren. Und jetzt bin ich nicht eine einzige Quali-Runde vom Quali gefahren. Das ist absoluter Worst Case. Plus Gruppe 1. Aber noch ist nicht vorbei. Schauen wir halt. Hilft ja nichts. Alter, machen. Schauen, was dabei rauskommt. Lukas, super geile Runde gefahren, muss man dazu sagen. Ne? Ist auf P1 und Boemi, weil er sein Auto kaputt gemacht hat im freien Training.
kriegt 10 Plätze Strafe, weil er über Derry wechseln muss. Das heißt, er ist jetzt von 2 auf 12, steht ein Platz hinter mir. Unfassbar. Wenn der das noch verliert, dann ist weg. Crazy. Welcome to Formula E. Erklär mal unseren Zuschauern, was gestern abging. Was gestern passiert ist, vieles passiert, sehr, sehr vieles passiert. Es war ein sehr spannender Tag. Zuallererst natürlich 4. Platz, sehr geil. Lukas hat den gewonnen, super geil. Wir können heute mit ihm die Meisterschaft gewinnen. Also sind alle sehr, sehr motiviert. Und einer war nicht so glücklich, das war unser Freund Buemi. Wir hatten einen Fight, das ganze Rennen lang im Prinzip. Er war der Meinung, ich hätte ihn aufgehalten in der Boxengasse. Habe ich nicht. Kann man die Daten anschauen, ist alles cool. Ich bin ganz normal Vollgas gefahren. So wie mein Pitlimiter eingestellt ist und fertig. Dann hatten wir den Boxenstopp. Er hat mich beim Boxenstopp überholt, aber meiner Meinung nach mit einem Unsafe Release, weil ich bremsen musste, um nicht mit ihm zu kollidieren. Eigentlich gibt das eine Strafe, gab es aber nicht. Und dann sind wir aus der Box raus und haben beide einen Fehler gemacht. Nämlich, wir haben den Pitlimiter ausgemacht, aber beide vergessen, dass noch Full Course Yellow ist.
und haben beide losbeschleunigt. Und er hat es dann gemerkt und haut die Bremse von mir rein. Ich hau auch die Bremse rein, aber bin ihm dann draufgeknallt. So, ist aber nichts weiter passiert. Wir sind ins Ziel gekommen, alles gut. Und dann ist er total ausgeflippt und hat alle beschimpft im Fahrerlager und ist, hat sich, glaube ich, damit keinen Gefallen getan. Da gibt es ein lustiges Video. Ja, es gibt viele. Das blenden wir mal kurz ein. Ja, komm. Schau dir mal an, was da abgeht. You were behind him or not? Yeah, you were behind. After turn one. You just dive in like a crazy guy. You broke my steering lamp. Yeah, on the inside of in turn two, the inside. It's either him or you. I'm sure it's you. You hit me with the back. Yeah. Robin. Yeah. Sir, can I move again? Out the way. Why you dive like this, man? You break my steering leg. Turn two. Who went on inside? You or him? I'm sure it's him. When? Turn two, at the start. Yeah, it was me. You went on inside. You touched me. You broke my steering. You dive in like you... What should I do? Hit you from behind or what? No! You just don't... I hit the brakes and I lock up, yeah, so I... Yeah, but just don't play your life in turn two, man. Man, what's... Okay, next time I hit you in the back, you break your wing. And then, I had a choice to make. Right, yeah, or hit or your just wing. Just take more margin, man. Right or your wing. It's your choice. Yeah, but take margin, man. Why you have to hit people? Take margin. I don't hit people. Yeah, well, then you hit me, man. No, I don't hit anyone. Yeah, you hit me. I had a choice to make. Hit you or die. Your choice. Yeah, then you hit me. You hit me by diving. Next time I break your rear wing. Alright? Yeah, just do that, man. You think you're better than anyone or what? Seb, that was a really difficult afternoon. A really difficult afternoon, but can you take some solace from you've got a decent result in the end of it? Good job. Man. You hit me, man. You go crazy. What was your problem in the first time? I never hit you, man. In the first Porcello came on, you were behind me. Yeah, because you did it on purpose to wait. No, I did nothing. Yeah, but then at the exit of the box, you release a pit limiter. I forgot you were on Porcello. And you hit me. Big time. You had answered the least one. What? I said it is. Of course. Yeah, man. What? Dirty, man. Dirty. Ja, aber das Motorsport, ganz ehrlich, ich fand's cool, das gehört dazu. Emotionen sind irgendwo das, was das ausmacht. Und ich habe auch kein Problem mit ihm oder mit irgendwas. Ich finde, das ist für mich, ich fand's lustig. Ich habe mir noch auf Twitter einen Spaß gemacht und alles gut. Ne? War happy mit 12 Punkten, war eine geile Aufholjagd, hat viel Spaß gemacht und jetzt neuer Tag, neues Glück. Lucas Degrassi.
aber es ist schön, freuen sich. Anderthalb Stunden, dann wissen wir mehr. Sind wir hoffentlich Meister. Klappt schon. Sind wir nervös? Immer, logisch. Wäre schlecht, wenn wir nicht nervös wären. Was ist das für ein Gefühl? Gutes. Cool bleiben, alles unter Kontrolle halten. Dann haben wir große Chancen, dass was Gutes rauskommt. Halt. Last one. Viel Glück. Dankeschön. Okay. Sehen wir später. Und bleib gesund. Mach dich nicht kaputt. Immer. Just grab it. Thanks. Bist du nervös? Bisschen, oder? Jetzt geht's um alles. Was wäre das Katastrophen? Es gibt keine Katastrophe. Jetzt geht's um alles. Jetzt geht's um alles, was wir in den letzten 3 Jahren aufgebaut haben. Dann schauen wir, was rauskommt. Wenn der liebe Gott, der Rheingott, uns auf dem Zettel hat, dann schaffen sie. Viel Glück. Danke. Jungs! Marco!
Endlich. Hey, come on, Jungs. Ja. So Leute, ich sag jetzt nichts mehr, ich habe jetzt keinen Kopf mehr dazu, was zu sagen groß. Ihr habt es gesehen, ich denke, ihr habt gemerkt, worauf der Fokus in meinem Rennen lag. Wir haben es geschafft. Wir sind Meister mit diesem Team geworden. Jeder in diesem Team kann so unfassbar stolz auf sich sein, das hat jeder von Herzen verdient. Wir feiern jetzt, wir trinken jetzt, wir sind jetzt mal wahrscheinlich 2 Tage offline, aber ich glaube, das ist ganz normal. Danke auch an euch für jeden, der uns das ganze Jahr unterstützt hat, supportet hat, der hinter uns stand, an unsere Sponsoren, unsere Partner, jeder, der immer vor Ort war, jeden da draußen, der immer die Daumen gedrückt hat. Ohne euch würden wir das nicht schaffen. Ohne euch würde es nur halb so viel Spaß machen. Deswegen danke dafür. Und natürlich einen fetten Glückwunsch an meinen Teamkollegen Lucas Di Grassi. Er hat es geschafft. Er ist ein cooler Teamkollege, ein geiler Autofahrer, ein cleverer Typ. Und ich glaube, er hat den Titel mehr als jeder andere verdient in diesem Jahr. Deswegen genieß es, Lukas. Wir sehen uns später auf der Party. Ciao, ciao.